Lokomotive. Frontier Foundry. Das Publisher Studio. Und Mods. For Changing Tides. Oh, und da sind wir direkt drin im Spiel. In der Demo-Version. In einem Zwischenstand für die Demo. Und hier spielen wir mit dem Klick. Ich denke doch, das ist wieder das. Hat sich auch anders gekleidet. Das kleine Mädchen, habe ich mir sagen lassen. Den kleine, das, was im ersten Teil einen roten Mantel anhatte. Und die Lokomotive, die Okomotive sieht jetzt auch irgendwie anders aus. Die, zumindest im ersten Teil hieß Okomotive, nach dem Studio benannt, Entwicklerstudio. Diesmal nicht mal von Mixed Vision. Next Vision hat, das war der Publisher vom ersten Teil. Und ja, diesmal haben sie es. Diesmal. Lokomotive, der Entwickler ist derselbe geblieben. Aber das Publisher Studio hat sich geändert. Aber ja, Hauptsache ist. Der Entwickler ist der gleiche. Das ist. Oh, okay. Können wir da jetzt hoch? Ich habe schon einige Mixed Vision Games gespielt. Jetzt mal ein anderes Studio. So, wie kommt man da jetzt hoch? Das sieht nach einem Verdächtigen an der Treppe aus. Aber hoch kommen wir jetzt nicht wirklich. Okay, hier haben wir, noch so ein blaues Ding. Ich glaube, ein Teil. Alles, was jetzt den blauen Klamotten an, also Zyan-Klamotten, Hello-Klamotten. Alles, was jetzt in Teil. Was in Teil 1 rot war, ist jetzt. Ist jetzt blau. Oha. Müssen rausschwenken hier. Es wird wieder wundervolle Landschaften geben. Es wird wieder wundervoller. Wird man wieder die alte Mechanik geben hier mit. Dass wir hier unten im Schiffsrumpf viel rum doktoren müssen. Wie klettern wir denn jetzt hier an den Sachen hoch? Sind wir hier runtergefallen? Gibt es denn hier Steuerung? Gehen, springen und agieren. Und E dann wahrscheinlich. Und vor uns hier rauszoomen, Kamera. Springen mit Leertaste, wer ist die? Das habe ich schon vermutet. Wie können wir denn klettern hier? Können wir nicht klettern? Haben wir eine verpackte Demo-Version? Never play a game before first day patch. Das kann auch doch nicht sein, oder? Eine Stunde später. Ach, okay, ja, auf einmal. Dann tut mir es leid, dann war ich eventuell zu blöd dafür, die Leiter zu steigen, aber ihr habt's gesehen. ja, vielleicht war ich auch gerade ein bisschen beschränkt. Dann entschuldige ich mich natürlich inständig dafür, dass ich hier sowas vermutet habe wie nicht behobene Bugs oder so. Das will ich natürlich den Entwicklern nicht unterstellen. Ah, okay, jetzt hier mit dem Schalter können wir die Segel aufspannen. Da einfahren. Ah, okay. Einfahren nicht, aber. Rückwärtsgang oder wie? Wie funktioniert dies? Okay, wir bleiben auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall langsamer. Denke, am effektivsten müssten wir so bleiben, wenn wir hier.
Oder nicht? Da ist doch ein Segel. Ja, so ist auch nicht gut, weil dann sieht das Segel, klappt sich ein. Jetzt muss man hier ein bisschen experimentieren. Wenn hier so ein bisschen der Wind da reingelenkt wird, dafür ist das andere Segel da, den Wind in die Segel zu lenken. Jetzt können wir vielleicht hier mal, haben wir hier auch wieder einen Ofen oder so, den wir antreiben mussten. Ich erinnere mich an Fahr 1, in Fahr No und Sales, da hatten wir die ganze Zeit diesen Ofen, den wir antreiben mussten. Muss man neues Zeug holen, was ist? Da hat man so einen Sauger, der alles auf dem Boden eingesammelt hat, weil der dort am Anfang mussten wir es händisch einsammeln, dann hat man später einen Sauger, der es eingesaugt hat. Oha, hier schlagen wir mit dem Segel gegen das Riff, das ist natürlich nicht schön. Ziel zum Rauszoomen. Mache ich natürlich gerne. Eine wunderschöne Landschaft hier. Begutachten. Jetzt sollten wir langsam mal die Segel einfahren. Sonst gibt es hier Unfälle. Sowas muss man dann natürlich auch drauf achten hier bei Fahren. Kaputt gemacht. Na toll. So, Mast wieder aufgerichtet. Oha. Ist der Mast natürlich im Eimer. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, wenn wir jetzt hier. Wenn der runterfährt. Okay, er hält sich noch. Oha, die Siege hat es ein bisschen mehr mitgenommen. Sehr schön. So muss das. Ist im Lone Sales hatten wir einiges zu tun, hatten wir eine Menge, haben wir ordentlich Stress, als dann das Gewitter kam. Müssen wir ordentlich nachschieben hier. Und momentan. Ist ja relativ entspannt gerade noch. Und gerade noch sage ich, weil das ist keine. Kann natürlich noch kommen. Okay, schon mal angelegt. Bin einfach zu blöd, um eine Leiter hochzuklettern. Daran liegt's. Muss man tatsächlich mal nach oben drücken. Genius 2. Okay, gehen wir mal zu Fuß hoch. Schauen mal, ob wir hier den Weg frei machen können. Das können wir wohl. Oha, aber nicht so. Okay, das Ding können wir hier. Jetzt sind wir so kleine Rätselchen hier. Aha. Das ist wahrscheinlich dann so und dann. Das müssen wir wahrscheinlich auffangen mit dem Ding. Okay. Und jetzt den Holzstamm hier zurückbringen ins Sägewerk. Und dann. Und
Können wir nicht mehr. Können wir einen Stamm anheben und runterschubsen hier? Da oben ist etwas. Können wir dann hier irgendwie hoch? Ich kriege hier wieder Rusteritis. Verzerrung. Okay, da läuft irgendwie Wasser und Wasser lang. Die Baumstämme dort oben. Verstehe es noch nicht ganz. Irgendwie müssen wir es doch. Da gibt es noch einen zweiten Stamm. Können wir den schieben oder? Ach, den können wir vielleicht jetzt hier oben rauf. Das wäre machbar. Ah, jetzt kommen wir hier hoch. Eine Ölkanne oder wie bin ich das jetzt hier? Reparatur, Schweißgerät. Ja, das hatten wir auch schon. Das war ein hilfreiches Mittel im Unter 1. Damit können wir jetzt zum Beispiel unsere Mast reparieren. Das sollten wir mitnehmen. Dann können wir da noch irgendwie hoch oder. Ich glaube, wir springen hier einfach mal rauf. Gut, dass sich das untergeklappt hat. Können wir hier mal reparieren. Sehr schön. Nein, bleib unten. Okay, das soll jetzt noch nicht unser Problem sein. Wir sind auf weiter Reise. Jetzt können wir hier mal hoch. Ah ja. Neue umweltverträgliche Schiffsmaßnahmen. Wird hier nicht mehr mit Kohle und mit Müll geheizt und per Rauchantrieb hier, per Dampfantrieb gefahren. Sondern wie im letzten Teil am Ende. Am Ende vom letzten Teil haben wir ja auch so ein bisschen, damit hat man auch ein Segel und haben dann auch ein bisschen mit dem Wind gesegelt. Da hat man eine Kombi aus beidem, das hat man so immer ein bisschen rausgezogen, die Landschaft genießen. Wunderhübsch. Was wir auch mal machen können, sind wir runterspringen, einmal runter durchschwimmen und das Boot verlieren. Ich glaube, das ging im ersten Teil noch nicht, dass wir vom Boot springen können. Wir haben ja die wenigste Zeit im Wasser verbracht auch.
Aber ja, mal auf den Ausguck gehen, mal von oben ein bisschen gucken. Land in Sicht, Captain. Sehe ich doch eindeutig Land. Land voraus. Wenn jetzt von oben irgendwas kommt, dass es schon das Segel runterweht, denkst, unterstößt, dann bin ich am Arsch. Wenn ich da oben drauf stehe. Hui, zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Hops, hops. Ein bisschen schwimmen mit den Fischern. Schwimmen schon mal voraus. Auch das ist möglich hier. Jetzt angehört, als ob die Segel. Dich tue ich mal hier hin. Segel werden eingefahren. Das will ich natürlich nicht. So. Sieht mal anders aus. So, sehr schön. Bitte wird jetzt genauer hingeleitet. Wassertour. Oh, hier kann man ein bisschen beschleunigen. Ich will schon das Schiff wieder anhalten. Das geht ja nicht. Segel wieder anfahren. Hier ein bisschen mitschwimmen. Oha. Vielleicht kommen wir mal den Hafen an oder so. Die Segel sind noch offen und werden hier nur vom Wind geweht. Deshalb macht das diese Geräusche. Immer auf den Ausguck. Ödlande da hinten. Da sehen wir schon einen alten, zerbrochenen Motor, so ein Rotor. Motor. Okay, hier muss ich mal wieder ein bisschen nachhelfen. Windkraft ist die Zukunft. Und fahren wir mal Changing Tides. Demo-Version. Für alle, die jetzt vielleicht erst auf Twitch eingeschaltet haben. Und ich denke, was, das spielt dieses Spiel? Das ist noch gar nicht draußen. Wie kann das spielen? Ab heute ist die Demo-Version live. Nicht live, sondern online. Auf Steam. Auf Steam kann man sich kostenlos die Demo-Version runterladen. Könnt ihr auch machen. Könnt ihr selbst mal spielen. Das Spiel kommt raus am 1. März. 2022. Ich werde es wahrscheinlich dann streamen und mal schauen, wann ich das uploade auf YouTube. Und live auf Twitch wird es ja dann, wenn ich irgendwo mal Platz finde, streamt. Okay, und jetzt verklemmt in Sicht und eine Sandbank wieder. Oha, gefährlich hier oben. Ist schon wieder kaputt hier. Ich habe das so schnell nicht kommen sehen. Müssen wir ein bisschen reagieren hier. So, Schweiß. Schweißen.
Ja, jetzt sie wenig vorankommen ohne Wind. Klonk. Jetzt ist ein Klonkgeräusch gebraucht. Tja. Fix das. Fix this, please. Das ist ein Befehl an den Entwickler. Ja, ich denke, dass wir am Anfang so ein bisschen verkackt haben mit dem Klettern. Liegt einfach nur dran, dass wir mitten reingestartet sind. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ich denke, wir werden am Anfang dann auch, wenn wir die Vollversion haben, die Vollversion spielen, da gibt es dann auch eine kleine... Gibt es auch ganz bestimmt... Ganz zu Beginn, bevor man auf das erste Mal auf die Lokomotive steigt. Eine kleine Anleitung, wie die Spielsteuerung dann so funktioniert. Das wird man natürlich. Okay, hier haben wir einen Feuerflammenwerfer. Dings. Ach, oder so ein dieses da haben wir ein Stück Müll in den Tank geworfen. Das alte Verbrennungssystem hier wieder. Da kommen wir nicht hoch. Oh. Rauf geht's. Gibt's hier irgendwo was an Müll, was wir mitnehmen können? Oh, hier gibt's eine Lok. Super Zündi. Funktioniert nicht so wirklich, aber wir können das Portion mitnehmen. Taps, 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 taps. Ist das putzig? Hier können wir es in den Ofen schmeißen. Das bringt viel. Ich hole immer noch das andere Bündel, was hier drauf liegt. Ist das nicht so super Zindy? Tap, 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 tap. Ich habe noch daneben liegen können und. Dampflok wird wieder angeheizt. Können wir da jetzt mal hoch? Ah ja, können wir. Oh, und da geht's los. Tschuf, tschuf. Ich würde hier gerne mal oben hier mal nachgucken, während die Bahn hier schon mitläuft. Hier ist noch ein super Zündi.
Muss ich es nicht tragen, kann ich es hier. Kann ich es hinterbringen lassen. Okay. Ist natürlich schlecht, dass das hier wir werden doch jetzt wohl nicht die Lokomotive wechseln. Und das gute alte rote Dampflok abschaffen. Hoppala. Stunden später. Ja, wir schaffen das jetzt hier. Ich kann die erstmal hier lang holen. Erstmal alle näher ranholen. Sonst den Weg wieder laufen müssen. Jetzt erstmal ein paar Zündis hier für unterwegs. So, nun haben wir hier unten eine Sache. Da steht ein Waggon am Weg. Ach, das ist wahrscheinlich zum Einsaugen. Hm? Ich denke, wir müssen in die andere Richtung. Hier ist der Weg versperrt. Wir können ja oben lenken. Können die doch irgendwie mitnehmen, oder? Muss doch irgendwie einen Weg geben hier, die. Die Lok hier mitzuschleppen. Kann ich eventuell hier hoch? Sieht fast danach aus, als könnte man da lang. Hm. Unten runter kann ich auch nicht. Dann würde ich erstmal aus dem Instinkt heraus nach links fahren. Später mit einem Seil wiederkommen. Dann können wir hier, haben wir hier ein seilartiges Konstrukt, mit dem wir. Ne, sieht nicht so aus. Luki, wie es hier weiter geht. Ah, hier hinten ist mal aus die Blockade, die wir dann voller Karo aus dem Weg räumen werden oder auch nicht. Man weiß es nicht. Für jemanden das Feuer ausgegangen.
Oh, das gibt große, unschöne Rußflecken hier unterm Dach. Man lässt halt das Feuer nach, oder? Ja, nun. Können wir da oben vielleicht mal ausmachen? Nee, du sollst schon hier bleiben. So ist gut. Nu. Können wir das Dach hier? Und noch nicht. Und das jetzt irgendwie aus dem Weg räumen oder umfahren oder. Und hinten steht unser Boot. Der Bootschiff. Tja. Wenn wir ganz schnell gegenfahren, weißt du, ob wir das können? Mit dem Ding. Könnte es vielleicht klappen? Super Zündi. Und wäre eine Idee wert. Mal in die Richtung und damit voll im Karacho. Weiß nicht, wie viel das Ding kann, aber. Wir haben das noch nie auf Hochleistung gebracht. Ein bisschen zurückfahren, das kann ja, das braucht dann noch Weg. Und vorwärts, volle Pulle. Und gib alles. Tempo. Volle Möhre durch den Tunnel. Okay, es hat nicht so viel gebracht. Ich würde es nochmal versuchen, ganz von vorne nach hinten. Genau, Treibstoff haben wir jetzt. Die ganze Strecke nutzen, um schneller zu fahren. Treibstoff reinladen.
kenne das Prozedere doch aus dem ersten Teil. Wenn es genug Strick ist, dann können die doch ein enormes Tempo aufnehmen. Auch wenn das schon ein Maximum ist. Die Lok braucht nur den Anfahrtsweg. Von ganz hinten. Und noch voll im Betrieb, ist jetzt hier noch voll bereit. Ah, angedockt. Dann sind wir auch schwerer. Und auf geht's. Mit vollem Karo. Und vollem Gewicht. Den Versuch ist wert. Ich glaube, viel schneller werden wir hier nicht wirklich. Vielleicht ist es schon was wert hier. Die Sache dran zu haben. Aha. Okay, hier passiert was. Abschleppwagen. Okay. Und nun? Oha. Wir haben jetzt Ofenantrieb freigeschaltet, damit können wir gegen das Ding rudern. So, dann kommt mein Lok. Und die Uhr baut sich noch aus. So, hier, Feuer. Das ist ja auf jeden Fall viel größer als das kleine Teil, was man im ersten Teil hatten. Einfach immer gegen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Was haben wir hier? Aha. Ein Blasebalg. Bin wirklich zu blöd, um Treppen zu steigen. Und nicht dann zu. Ah ja, hier. Volle Pulle vorwärts. So geht's. Nix hält uns auf. Da wird der Ofen heiß. Das könnte uns eventuell aufhalten. Ein Band da vorne. Ja. Sollten wir mal löschend tätig werden.
Oder auch nicht. Nimmt gleich nichts mehr zum Schippern, weil der ist der Dampf alle. Oh, hier haben wir noch was. Lager. Hübsch. Okay, müssen wir reparieren. Geht das so? Was tun wir hier? Okay, das rein hier. Das ist unsere Aufgabe. Okay, das brauchen wir hier nicht erstmal. Stellen wir hier hin. Hier gibt es noch einen neuen Treibstoff. Im Bauch des Schiffes. Können wir auch wegschmeißen. Ah, hier können wir unten raus. Fantastisch. Viel größer als das erste Schiff. Unter 1. Weitaus mehr ausgestattet. Besser ausgestattet und größer. Ich hole noch Nachschub. Müssen wir noch was haben? Jo. Und weiter geht die Reise. Rudern mit Kohlekraft. Mit Müllkraft. Wird Müll verbrannt. Ganz wirklich. Oh. Erscheint am 1. März 2022 jetzt vorbestellen. Ich habe mal die Demo durchgespielt. Hier ist sie zu Ende. Könnt ihr noch die Mitwirkungen anschauen? Unbedingt. Danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen auf Twitch. Und danke für. Oh, hat noch keinen Soundtrack. Der Abspann. Danke an Okomotive fürs Entwickeln. Danke fürs Machen dieser wundervollen Demo-Version. Dieses. Spiels, was am 1. März rauskommt. Ich freue mich drauf. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ja. Soundtrack wird hier noch fehlen. Credits. Aber ich danke an die ganzen Leute hier. Ja. Und genau auf YouTube in dem Part, wenn ich das hochlade, hier Musik hört, dann habe ich es im Nachhinein angeblendet, im Schnitt hinzugefügt. Ja. Was bleibt noch zu sagen? Mal schauen, ob ich am 1. März, welcher Tag ist denn der 1. März? Das können wir am 1. März vorspielen. 1. März ist ein Dienstag, das wird leider schlecht. Das können wir nicht. Aber ich kann das so organisieren, das war Mittwoch. So am 2. März. Und Mittwoch, dass wir da Fahrrad Changing Tides spielen. Wenn ich es mir am 1. schon besorgt habe. Wenn ich schon so schnell war, es gekauft habe. Mal gucken. Denke, können wir machen, oder? Vorbestellung kostet jetzt, glaube ich, 17 Euro irgendwie was.
ja, das kann man dann bestelle ich es mir vor und dann können wir das einfach. Dann habe ich das am 1. Können wir es am 2. auf Twitch spielen. Ja, kann ich den Plan mal ein bisschen umlegen. Ist jetzt sowieso wegen Endabricht aus. Wir werden heute Revenge noch zu Ende spielen. Und dann ist dann sowieso The Witcher wird noch weiter gespielt. Dann können wir ja. Ich werde den Plan schon irgendwie schreiben, dass das so passt. So am Mittwoch mal vorher spielen. Ganz durch, wenn wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Dann werden wir schon 203 Streams für brauchen. Also ein bisschen die ersten 2,5 Stunden, 3 Stunden. Können wir dann schon am Dienstag, den 2. März spielen. Spricht glaube ich nichts dagegen. Außer dass ich dann am Mittwoch streamen, wenn ich mal todmüde bin. Montags geht's immer so, damit ich noch ein bisschen erholt vom Wochenende. Mittwochs bin ich immer von der Arbeit, von der halben Arbeitswoche, die ich schon hatte, bin dann mal komplett fertig. Und Freitag am Wochenende Mut. Dann plane ich das direkt so ein, dann werde ich mir einen Gutscheincode für Steam holen, will ich das mal vorbestellen die nächsten Tage und dann ja hau ich das raus am 2. März. Warum nicht? Vielleicht ist es auch ein bisschen länger als V1, was zu vermuten ist. Dann werden wir das nicht in einem Stream durchschaffen. Stunden kriege ich schon voll. Das ist also bei, ich glaube, V1 habe ich in einem Stream durchgehauen. Das war, da habe ich 4 oder 5 Stunden für gebraucht. Damit, da war ich dann wirklich, habe ich das in der Aufnahme gemacht? Habe ich das gestreamt oder habe ich das aufgenommen? Ich glaube, ich habe es aufgenommen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass halt wirklich dann, es waren 5 oder 6 Stunden sogar, ich saß hier und wollte nur kurz anfangen. Das hat mich so süchtig gemacht, ich war so süchtig davon, es hat so Spaß gemacht, dass ich halt einfach in einem durchgewascht habe. Das ist so, wo ich halt wirklich, das werde ich hier nicht schaffen, wenn ich das im Stream spiele, dann werden wir nicht mit Händen und Füßen an den Tisch fesseln müssen, dass ich aufhöre. Wenn das nur halb so gut wird wie der erste Teil, dann will ich den großartigen Spaß dran haben. Und jetzt die Demo-Version, die hat ja schon. Die zeigt schon, dass das Spaß machen wird. Das ist. Auch einige Neuerungen für zum ersten Teil. Neue Lokomotive. Neue Spielelemente. Ja, fantastisch. Ihr seht ja die Namen, die hier durchrattern. Das ist das kleine Indie-Game hier. Arbeiten schon ganz, ganz viele sehr tolle Leute dran. Sehr großartige Leute. Ich freue mich wie wild aufs Hauptabend, ja, ab dem 2. März dann bei mir. Ich bin dabei, das ist auf YouTube. Ja, ich bin mal vorsichtig, was zu sagen. Ich werde mich bemühen, das noch irgendwie, ja, mal gucken. Eventuell packe ich da ein bisschen was um, das dann sein, dass das im Dezember erst steht, dass das dann, ich
Ich werde es versuchen, irgendwie noch früher hinzukriegen, dass wir das mal da, vielleicht verpacke ich das dann so ein bisschen, schiebe ich die anderen Projekte nach hinten. The Witcher 3, Witcher 3 ist aber eindeutig ein 2023er Projekt, oder? Das haben wir das. Das ist für. Können wir uns 2023. Und ich will jetzt können wir ganz 2023 wahrscheinlich damit füllen. Mit den Parts. Weil wir spielen ja immer noch dran. Dann klatsche ich das vielleicht. Das ist das Play irgendwann dahinter. Jetzt kommt demnächst nach. Jetzt wird er hier ein bisschen Planung hier und Stream. Jetzt kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach. The Whispered World, was gerade läuft auf YouTube. Die Streamaufzeichnung davon. Und dann kommt. Was ich auf keinen Fall verschieben werde, hier. Sag schon. Aus dem Hause von. Life is Strange. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und noch spielen danach habe ich, glaube ich, Monkey Island 1 gemacht. Vielleicht kriege ich es nach Monkey Island 1 dazwischen. Das war dann im Sommer. Und das ist das, was im Sommer auf YouTube sehen, dann packe ich dann auch dazwischen. Nach Monkey Island 1. Kriegen wir schon irgendwie hin. Danke fürs Zuschauen mit der Demo-Version. Hat doch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der Vollversion.